Leute, heute stelle ich euch das Plugin Maintenance Mode vor. Maintenance Mode ist ein Plugin, mit dem ihr euren Server in Wartungsarbeiten versetzen könnt. Das Ganze funktioniert auf Bungeecord und auf Spyget. Das ist ein Plugin, was man sich da herunterlädt. Und dieses Plugin könnt ihr entweder, wenn ihr Bungeecord habt, in den Bungeecord-Ordner schieben oder wenn ihr halt Spyget habt, in den Plugins-Ordner. Funktioniert alles gleich, ist alles mit der gleichen Config, weil es ja die gleiche Config ist. Erklärt es halt auch nur an Spyget als Beispiel. Wir sehen hier, der einzigste Unterschied ist halt, dass wir jetzt zum Beispiel Bungeecord haben, dass da halt noch ein Kreuz durchsteht und dann Maintenance. Und wenn wir halt ein Spyget-Server haben, dann steht da halt 0 von 0 Slots belegt. Sieht halt ein bisschen anders aus, aber das ist der einzigste Unterschied zwischen Spyget und Bungeecord. Und ja, dann würde ich sagen, installieren das Plugin mal. Ich habe jetzt Plugin jetzt mal installiert. Ich gehe mal in den Ordner. In diesem Ordner ist eine Config und eine Mail. Dort gehe ich auch mal rein. So, das ist die Config. Hier könnt ihr einmal einstellen in der Config, ob das der Wartungsmodus dann aktiviert sein soll oder nicht. Das kann man aber auch ingame einstellen. Hier könnt ihr einstellen, welche Message man bekommt, wenn man versucht auf den Server zu joinen, aber der in Wartungsarbeiten ist. Hier könnt ihr das MODD einstellen, was der Server hat, wenn er in Wartungsarbeiten ist. Das hier ist, wenn ihr den Wartungsmodus aktiviert, dann ist beim Plugin automatisch ein Countdown drin, den ihr einstellen könnt. Das bedeutet, dass in so viele Sekunden der Wartungsmodus erst aktiviert wird und nicht gleich. Dann können die User erst noch ihre Sachen beenden, sag ich jetzt mal, oder keine Ahnung, sich darauf vorbereiten sozusagen. Ihr könnt die Zeit hier bei Countdown einstellen und ihr könnt auch einstellen, ab wann immer eine Nachricht kommen soll, bei wie viele Sekunden. Hier könnt ihr einstellen, welche User auch drauf schauen können, wenn der Wartungsmodus an ist. Und hier sehen wir dann, hier können wir die Message abändern, die kommen so, dass es um Wartungsarbeiten geht. Das ist die Variable für die Zeit. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in-game. So, da sind wir jetzt auch schon in-game. Ihr seht, dieser Server ist jetzt nicht in Wartungsarbeiten, hat auch noch ganz normal 20 Slots. Und dann würde ich sagen, schauen wir auch mal drauf. So, jetzt sind wir auf dem Server. Und mit slash maintenance enable können wir den Wartungsmodus aktivieren. Dann laufen diese 15 Sekunden runter, die wir in der Config auch einstellen konnten. Da konnten wir ja auch einstellen, wie lang dieser Cooldown sein sollte, bis das aktiviert wird und wie die Nachricht aussehen soll. Und jetzt in diesen 3 Sekunden ist dieser Wartungsmodus auch aktiviert. Jetzt aktiviert. Jetzt wurden wir halt nicht gekickt, weil wir noch OP haben. Und wenn wir jetzt mal wieder zurück in die Serverliste gehen, sehen wir hier, jetzt hat das aber 0 von 0 Slots. Und da steht Maintenance Mode. Und wenn ich da jetzt drauf join, dann funktioniert es auch noch problemlos, weil ich eben OP bin. Aber vielleicht wollen wir jemanden auf den Server lassen, aber soll nicht gleich OP haben. Dann gehen wir einfach slash maintenance, add ein und dann den Username. Dann ist der auf der Whitelist. Wenn er das aber sagt, nee, jetzt darf er nicht mehr von unserem Server, dann removen wir ihn wieder mit maintenance remove und dann den Username und dann ist er wieder von der Whitelist runter. Und wenn jetzt maintenance List machen, so, dann sehen wir, wer alles auf der Whitelist ist. Momentan ist es nur der Entwickler von dem Plugin. Ich bin nicht drauf, weil ich halt OP habe und dadurch habe ich halt gleich die Rechte, um drauf zu joinen. Ich bin halt OP, deswegen kann ich drauf joinen, wo das so im Wartungsarbeiten ist. Und ja, dann würde ich sagen, DOP ich mich mal. Und so, jetzt habe ich mich DOP'd. Und wenn ich jetzt mal wieder auf den Server gehe, und jetzt sehen wir hier Maintenance Mode, und ich jetzt versuche drauf zu joinen, dann sehen wir hier schon, dass das aber im Maintenance Mode ist, also in den Wartungsarbeiten, dass wir nicht da drauf können. Da war es auch schon bei dieser Plugin-Vorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über ein Like und ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, ciao Leute, haut rein.